Hallo, herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Live. Ich habe gerade die Mädels zum Mittagsschlaf hingelegt und habe mir gedacht, ich muss mit euch noch an den Frühlingsdüften schnuppern. Ich habe euch ja gestern in der Story gezeigt, dass jemand ja, spontan sich den Sechserpack bestellt hat, dieses Frühlings-Sommer-Kit. Und das sind ja eigentlich 6 Düfte aus unserem Katalogsortiment zu unserer Hauptsaison. Die sind aber jetzt zu einem vergünstigten Preis noch bis zum 1. Juni erhältlich. Und ich habe mir gedacht, ich schnuppe einfach mit euch an diesen 6 Düften, weil da habt ihr dann quasi einen Duft um 5,80 €. Hallo, schön, dass du reinschaust. Da habt ihr dann in diesem Frühlingsset einen Duft um 5,80 € und normalerweise wird der ja 8,50 € kosten. Und da sind auch einige sehr, sehr gute Düfte dabei. Und wenn ihr noch neuen Duft braucht, neuen Duft haben wollt, Duft ausprobieren wollt für eure Lampen daheim, dann habe ich mir gedacht, gehe ich einfach mit euch die Düfte durch. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob euch die gefallen. Der erste Duft aus diesem Frühlings-Sommer-Set ist der Gogo Mango. Und das finde ich ist ein sehr, sehr, na, so geht nicht. das ist ein sehr fruchtig frischer Duft, würde ich sagen. Den mag ich als Pots auch total gerne. Also das ist wirklich so ein total eher frischer Duft, würde ich sagen. Es ist natürlich ein fruchtiger Duft anhand der Mango einfach, aber ich finde, es ist jetzt kein süßlich fruchtiger Duft, sondern er geht viel mehr in die Frische. Und ich mag das auch zum Beispiel, wenn es so warm ist an warmen Tagen, dass der einfach so eine schöne Frische verströmt, so eine fruchtige Frische. Genau. Also der ist da in diesem Frühlings-Sommer-Set dabei. Der Black Raspberry Vanilla, das ist sowieso ein All-Time-Bestseller. Da ist, glaube ich, also seitdem ich dabei bin, immer als Bestseller im Katalog drinnen. Ein sehr, sehr intensiver, fruchtiger Duft. Ja, der ist wirklich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr stark. Riecht sehr stark nach der Beere. Sehr intensiv beerig, würde ich sagen. Also jeder, der so intensive, beerige Düfte gern mag, der wird den Black Raspberry Vanilla mögen. Der riecht wirklich sehr intensiv. Also der riecht wirklich, der beduftet den ganzen Raum mit nur einem Würfel, würde ich fast sagen. Also da muss man echt ein bisschen weniger dosieren, wenn man den Duft noch nicht kennt. Nicht, dass man gleich wie gewohnt so 2, 3 Würfel in die Lampe reingibt und sich dann wundert, dass das so stark riecht. Das ist jetzt mein Empfinden von diesem Duft. Also vielleicht bei dem einfach einmal mit ein bisschen weniger anfangen. Außer du liebst es, wenn es stark duftet, dann ja, hau rein. Der nächste Duft aus diesem Frühlings-Sommer-Set ist der Blue Grotto. Ich mag den gerne. Ich habe den als Duftblume am WC. Die ist allerdings jetzt schon leer, habe ich heute in der Früh gesehen. Da werde ich mir dann eine neue Duftblume besorgen. Und ja, dass dann ein Duft am Klo wieder gut duftet. Der ist ein zitrischer Duft. Der ist auch sehr, sehr intensiv, aber der riecht so mehr fruchtig, würde ich sagen. Der riecht so nicht nach Zitrone. So typisch, wenn man an zitrische Düfte denkt, denkt man ja irgendwie gleich an Zitrone. Ich finde, der riecht irgendwie gar nicht nach Zitrone, sondern er geht viel mehr in dieses Fruchtige, auch ein sehr intensiver Duft, aber wirklich ein sehr beliebter Duft. Also gerade als Duftblume wird der bei mir fast am häufigsten bestellt nach Luna, weil das wirklich so ein leckerer Duft ist einfach. Der riecht wirklich lecker, muss ich sagen. Also, ja, sehr fruchtig. Fruchtig-zitrisch. Auch ein intensiver Duft. Also da auch. Der duftet wirklich sehr, sehr gut und stark. Der nächste Duft ist der Clean Breeze. Da muss ich immer daran denken, dass das der erster Duft war, den ich im Auto hatte. Noch bevor ich mich als Sensi-Beraterin angemeldet habe, habe ich ja eine Bestellung getätigt. Und da habe ich mir den Carbar ausgesucht, den Clean Breeze, weil ich einfach ja so fasziniert davon war, dass Sensi auch Wäschedüfte hat. Und habe mir den als Autoduft bestellt. Und ich finde, der riecht genauso eigentlich. Also immer wenn ich jetzt an den Clean Breeze
rieche, erinnere ich mich immer daran, wie ich ja meinen allerersten Scentsicaba ins Auto gehängt habe. Das ist so, Düfte sind immer mit Erinnerungen gekoppelt und ich finde das echt schön bei Scentsi. Der riecht wirklich total frisch, also frische Wäsche, Clean Breeze. Der riecht einfach wirklich wie frische Wäsche. Kann man nichts sagen. Frisch. Genau. Zwei Düfte habe ich jetzt nur als Tester, die habe ich nicht mehr als Wachs. Gerade den Make a Splash, den habe ich ja schon zeitig am Anfang der Saison schon verdüftelt, würde ich sagen. Muss ich jeden Fall wieder nachbestellen, weil da habe ich den Allzweckreiniger und die Handseife und die Handcreme. Die verwenden wir alle sehr gerne, weil der so lecker nach Melone duftet. Das ist auch so ein frischer Duft mit so einer fruchtigen Note. Der hat halt diese Melonennote drinnen. Auch sehr, sehr lecker. Der ist auch ein intensiverer Duft, würde ich sagen. Riecht wirklich gut. Sehr zu empfehlen, gerade für die wärmeren Tage. Make a Splash. Hat man richtig so ein frisches Urlaubsfeeling daheim. Und der letzte im Bunde ist der Odels of Orange. Das ist auch ein Bestseller bei den Zitrusdüften, da er einfach nach Orange duftet. Ja. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Der duftet einfach nach Orange und wenn man das gerne hat, dann ist man mit Odels of Orange gut bedient, würde ich sagen. Genau. Das sind die 6 Düfte aus dem Frühlings-Sommer-Set. Also Orange, Melone, frische Wäsche, was fruchtig-zitrisches, was intensiv-bäriges. Und was frisch-fruchtiges mit der Mango. Also da ist man eh, ja, ich würde sagen, für die warmen Tage echt gut bedient. 35 Euro für 6 Düfte, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, 6 Düfte für 35 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr günstig mit guten Düften. Ich mache am Montag wieder eine Sammelbestellung am Abend. Ich bin jetzt am Samstag und Sonntag auf dem Wiesenzaubermarkt von 10 bis 18 Uhr in Alt-Lenkbach. Könnt mich dort gerne besuchen kommen. Ich habe da schon fleißig vorbereitet. An Duftproben habe ich schon gegossen und habe mich ausgetobt. Ich finde das momentan total schön, einfach mit Glitzer da meine Prübchen zu verzieren und diese lustigen Förmchen dazu zu verwenden. Ja, genau. Falls ihr noch keine Duftlampe von Scentsi habt, ich habe das eh schon auch beim letzten Video erwähnt, könnt ihr ruhig auch so einen Keramikwärmer verwenden, wo unten ein Teelicht reinkommt. Habe ich den da stehen? Ja. Dann könnt ihr sowas verwenden. Ich glaube, sowas hat eh fast jeder daheim. Einfach so eine Duftprobe. Also wenn ihr sagt, Scentsi kennt sie noch nicht, sie würde es gerne ausprobieren. Einfach Duftproben bei mir anfordern. Probiert es daheim aus. Und ja, ich habe das am Abend gestern angezündet, war dann enttäuscht, dass das Teelicht aber so schnell ausgebrannt war. Das war so schnell leer. Natürlich ist dann das Wachs wieder hart geworden und dann hat es nicht mehr geduftet. Also das ist der Nachteil, wenn man einen Teelichtwärmer hat. Da liebe ich mir meine Scentsi-Lampen. Die schalte ich ein und dann duftet es einfach und ich brauche mich darum nicht mehr kümmern. Genau, aber ich wollte euch, wie gesagt, von dieser Möglichkeit einfach berichten, dass man das dafür auch verwenden kann, wenn man Scentsi noch nicht kennt und es gerne ausprobieren möchte. So einen Wärmer hat man ja daheim. Ich schicke euch da gerne Duftproben zu, wenn ihr wollt. Oder ihr kommt mich am Markt besuchen in Alt-Lenkbach, Samstag und Sonntag und düftelt es euch da bei den Proben durch und könnt es dann selber entscheiden. Ich habe einfach bemerkt, ich habe ein bisschen so Marktforschung betrieben. Ich bin ja so diese Analytikerin und habe einfach in Google ja mal ausprobiert, was die Menschen so da gerne eingeben und suchen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Menschen nach einem besten Duft suchen, nach einem langanhaltenden Duft suchen, nach einem Lufterfrischer suchen. Und das hat man alles mit Scentsi. Da habe ich mir echt gedacht, Scentsi kennt man noch gar nicht so, gerade in Österreich ist es noch überhaupt nicht bekannt, aber die Leute suchen genau nach dem, was Scentsi bietet. Und das finde ich so schön,
Und deswegen mache ich da auch so gerne Werbung darüber und spreche da so gerne darüber, weil ich weiß, die Menschen suchen danach. Wir haben einen langanhaltenden Duft. Wir haben einen sehr guten, intensiven Duft, also nicht nur einen, sondern viele, ja, viel Auswahl. Da ist für jeden was dabei. Wir haben handgearbeitete Duftlampen aus Keramik und Glas, vereinzelt auch aus Metall, die eine lebenslange Garantie auf die Elektrik bieten. Wir haben eine sichere Alternative zur Duftkerze. Wie ich schon erwähnt habe, man muss sich nicht darum kümmern, dass das Teelicht irgendwie ausgeht oder dass man Angst haben muss, dass man neben dem Teelicht irgendwie einschlaft am Abend, gerade wenn man es am Abend gemütlich haben möchte, sondern es bei den Sensi-Lampen, die können auch rund um die Uhr duften. Ich habe auch Kundinnen, die sagen, ja, ich lasse jetzt meine Lampen einfach Tag und Nacht laufen, weil ich den Duft so angenehm daheim finde. Und diese Möglichkeiten, oh, hallo Margit, da schauen jetzt ein paar zu, so spontan zur Mittagszeit. Und ja, genau, also wir haben da wirklich was ganz, ganz Tolles an der Hand, eben die Sicherheit. Es erreicht keine Verbrennungstemperatur, man hat keine Schadstoffe in der Raumluft, weil es schonend erwärmt wird, das Duftwachs. Das Duftwachs wird auf natürlicher Basis hergestellt. Also es spricht einfach so vieles dafür, dass man sagt, okay, ich kaufe mir eine Lampe, das ist eine Einmalanschaffung. Ich habe dadurch eine lebenslange Garantie. Das Duftwachs wird sicher und schonend erwärmt. Ich habe keine Schadstoffe in der Raumluft, keine Chemikalien, die ich einatmen würde, sondern es wird nur das natürliche Duftöl an die Raumluft abgegeben und ich fühle mich einfach pudelwohl daheim. Und kann einfach dieses tolle Ambiente zu Hause genießen. Gerade die Flaunt Your Feathers mit dem bunten Mosaikglas, das ist ja mein Herzstück. Ich liebe die total, die ist bei mir jeden Abend an, weil ich einfach dieses Ambiente so schön finde. Und zusätzlich kann ich damit auch noch guten Duft genießen. Das finde ich, das macht einfach so ein schönes, entspanntes Wohlbefinden einfach. Das macht einfach, ja, meine Abende noch schöner. Genau, genug geschwärmt. Das wollte ich euch einfach heute so spontan ein bisschen erzählen. Das Frühlingsset mit den 6 Düften. 5,80 pro Duft in diesem Set statt 8,50 Euro, wenn man es einzeln kaufen würde. Bis 1. Juni habt ihr noch die Möglichkeit, dieses Frühlings-Sommer-Set zu bestellen. Ihr könnt euch gerne übers Wochenende noch bei mir melden, um euch meiner Sammelbestellung anzuschließen. Am Montag am Abend werde ich sie dann abschicken. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit über meine Website bestellen. Ist überhaupt kein Problem. Und falls ihr noch keinen Shopping-Link habt und gerne Prämien sammeln möchtet, weil so macht Shoppen ja noch umso mehr Spaß, wenn man dabei Prämien sammeln kann, meldet euch gerne bei mir, dann lege ich euch gerne einen persönlichen Shopping-Link an. Damit könnt ihr 90 Tage lang shoppen für euch und euer Umfeld und 90 Tage lang Prämien sammeln. Und dann könnt ihr euch danach ganz, ganz viel kostenlos aus dem Shop aussuchen und zum halben Preis. Und entweder nutzt das dann direkt alles für euch oder ihr teilt euch das auf mit eurem Umfeld. Das ist wirklich voll toll, dieses Prämienprogramm. Und ja, genau, das ist halt Sensi Spirit. Ich habe morgen noch einen Termin, last minute, um meinen Reisepass zu erneuern. Ich bin nämlich drauf gekommen, für mich geht es ja nächsten Freitag nach London, ganz, ganz zeitig in der Früh, dass mein Reisepass abgelaufen ist und ich einen neuen brauche. Ich habe für morgen einen Termin bekommen. Morgen in der Früh geht es für mich auf die BH in Dulln. Muss ich meinen Reisepass erneuern, damit es dann nächsten Freitag für mich nach London geht und es da keine Probleme gibt bei der Ausweiskontrolle, weil die würden mich da ja nicht durchlassen, weil London, also England, nicht zur EU gehört. Deswegen, ja, zum Glück alles nochmal gut gegangen. Ich wünsche euch noch einen urschönen Tag. Meldet euch gern bei mir, falls ihr Fragen habt. Ich bin jederzeit für euch da. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch so ein schönes Wetter. Bei uns scheint die Sonne. Wir werden am Nachmittag noch rausgehen und den Tag genießen. Und ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit mit euren Lieben. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.